Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo zu einer weiteren Pod-Covid-Talk-Runde mit dem lieben René Ring. Herzlich willkommen, lieber René Ring, in meinem Podcast, Michael Wachow Podcast. Ja, zu René Ring, kurz auf seiner Website noch geschaut. René Ring unterstützt Coaches, Berater, Experten für ihre Berufung im Leben, für Leichtigkeit und Freude, für automatische Klientengewinnung mit dem Leuchtturmeffekt für ihre Zielgruppe. Seit letzten Jahren, respektive seit 2015, circa 10 Jahre, ist er selbstständiger Marketing, E-Mail-Marketing-Coach, Trainer, Speaker, hat unter anderem auch ein Buch geschrieben über E-Mail-Marketing und ist unter anderem Marketingleiter gewesen bei einem Großkonzern in der Telekommunikationsbranche, wo ich ja auch drin bestätigt war, wo ich auch gearbeitet habe. Nur René war bei der blauen Fraktion, ich bei der Magenta-Fraktion tätig. René hat durch diesen Großkonzern erfolgreiche E-Mail-Marketing geleitet im Geschäftskundenbereich. Ich hingegen im Privatkundenbereich, respektive Geschäftskundenbereich im Telekom-Shop. Und ja, seid gespannt auf die Fragen, wo ich im René stelle und auf die Antworten von René. Und ja, vielen Dank für den zweiten Versuch, weil der erste Versuch war ein Fail, deshalb kam es zu der neuen Aufnahme und die neue Aufnahme ist jetzt heute am 7.4. Also die erste Aufnahme wird auch nicht rausgelauncht, sondern ist jetzt am 7.4. als neuer Versuch da. Und ja, freut euch und seid gespannt auf das Interview. Hallo Michael, grüß dich. Grüß dich. Ja, cool. Ja, dann gehe ich doch gleich mal in die ersten 5 Fragen ein. Wie bist du zu deinem Thema gekommen? Die zweite Frage, wie hat bei dir alles angefangen? Dritte Frage, wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Und die vierte Frage, welche Geschichte ist für dich aktuell am wichtigsten? Und die fünfte Frage, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Michael, meine große Berufung ist es zu verkaufen. Und damit Menschen verkaufen können oder damit du kaufst, damit Menschen kaufen, müssen sie verstehen. Damit sie dir folgen können, müssen sie es auch folgen können. Hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an. Und Menschen können sich nie mehr als 3 Dinge merken. Und ich weiß schon die zweite Frage nicht mehr. Also, wenn du in Interviews verkaufen möchtest, ohne zu verkaufen, stell die Fragen einzeln. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber gleichzeitig tatsächlich. Also, die erste Frage, wie bin ich zu dem gekommen, was ich möchte? Und dann gehen wir die einzelnen Fragen nochmal durch, weil genau, ich kann sie mir definitiv nicht merken, geschweige denn darauf Antworten geben. Nein, ich habe sie erstmal die ersten 5 Fragen zusammengestellt, aber dann werde ich natürlich eins zum anderen stellen. Also, die erste Frage. Wie bin ich dazu gekommen, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Wie bist du also auf dein Thema gekommen? Genau. Wie bin ich auf mein Thema gekommen? Tatsächlich ist mein Thema, also eines der Themen, ich habe 3 große Berufungen in meinem Leben, Leute auf den Weg bringen, dass sie ihren Weg gehen, und zwar indem ich ihnen Strategien gebe und verkaufe. Das ist bei mir tatsächlich ja in meinem Lebensweg veranlagt, in meiner Berufung veranlagt. Da bin ich nicht drauf gekommen. Das ist so sozusagen Kernprogrammierung. Aber, und man tut es ja sein ganzes Leben lang, es mit meiner eigenen Strategie zu machen, meinen eigenen Weg dabei zu gehen und meinen eigenen Rhythmus zu finden. Das war ein Thema, das habe ich immer wieder mehr und mehr gemerkt. Ich habe ja angefangen, irgendwie
ja, zu verkaufen. Natürlich, mein Leben lang verkauft man. Man verkauft sich selbst für die erste Freundin so ungefähr, ja, dass die einen toll findet. Man verkauft, dass man die Hausaufgaben nicht in der Schule dabei hat, dem Lehrer, dass man trotzdem keinen Eintrag bekommt. Man verkauft die ganze Zeit. Ich habe angefangen zu verkaufen im elterlichen Fotoladen. Von klein auf an habe ich das mitbekommen. Fotoboards, ja, und alles Mögliche verkauft. Bis hin schon, alles möglich dort, auch Handys. Ja. Und später auch in dem Großkonzern, wo ich gesagt habe, verkaufen muss besser gehen. Damals gab es noch kein E-Mail-Marketing dort, andere Wege. Und irgendwann habe ich gesagt, das müssen wir so anders machen. Habe ein riesiges Projekt gemacht, um das Ganze einzuführen. War mega erfolgreich dann. Und dann hat man mir aber gesagt, René, bei der großen Fusion, wir machen jetzt wieder so wie vor deiner Zeit, also Plakate da draußen und Flyer verteilen, jetzt mal blöd gesprochen, wo ich gesagt habe, den Weg gehe ich nicht mehr, denn mein Weg des Verkaufens ist der persönliche und direkte Weg. Also habe ich vor 7 Jahren, 2015, den Konzern verlassen, ja, und habe gesagt, jetzt verkaufe ich, so wie ich verkaufen möchte, ich gehe meinen eigenen Weg. Und versuche den auch weiter selber zu entdecken. Und auf diesem Weg bin ich jetzt die ganze Zeit und entdecke immer wieder was Neues. Mhm. Und ein Punkt war letztes Jahr, wo ich irgendwann gesagt habe, kann nicht sein, dass mir ein offenes Lagerfeuer auf meiner Dachterrasse, der Penthouse-Wohnung in München, nicht gestattet ist, wenn ich mit meinen Klienten das monatliche Lagerfeuer mache über Zoom und ich sitze vorm Lagerfeuer. Also habe ich gesagt, das, was ich brauche, ist Freiheit und habe mich entschieden, den Gamechanger-Hof hier zwischen Passau und Deggendorf, 2 Stunden entfernt von München, zu manifestieren. Also natürlich dann auch zu kaufen und hier einzurichten und hier mein Leben zu machen. Also so komme ich immer mehr auf meinen Weg. Habe ich ihn schon gefunden? Bin schon ziemlich gut auf dem Weg. Ist es schon das Endziel? Nee, es ist weiterhin eine spannende, abenteuerreiche Reise. Ja, das ist wahr. Das ist wirklich Abenteuer. Also wenn man wirklich das gefunden hat, das merke ich auch an mir, dass man das wirklich, dass es immer spannend ist, diese Reise selber zu gehen, ne? Und das wirklich ins Universum rein manifestieren tun, aber dafür in die Handlung gehen kann. I love it. Ich würde sagen, I love it für das Universum, für The Secret. Ne? Die zweite Frage: Wie hat bei dir alles eigentlich angefangen? So das hast du jetzt eigentlich schon so weit erzählt aus deiner von der Vergangenheit, auch von der die Eltern haben einen Fotoladen gehabt, du hast da die Fotoapparate, die Filme, die Bilder und so weiter von deinem Papa, wo dein Papa dann entwickelt hat, dann an deine Kunden weiterverkauft oder respektive an den Kunden deines Papas oder deiner Mama weiterverkauft. Ne? Ich denke mal, dein Papa hat dich auch so weit in der Vergangenheit geprägt. Kann das sein? Oder ist natürlich auf jeden Fall das ganze Thema Unternehmer, Familie und Unternehmertum in vielen, vielen Dingen geprägt. Also das Thema Existenzangst ist ja gerade kleinen und mittelständischen, also vielen Menschen natürlich bekannt, aber vor allen Dingen Unternehmern, Solo-Entrepreneure. Heute stand im Spiegel wieder, also der Wirtschafts-MAFO-Index für Solopreneure, also 1 bis 10 Mitarbeiterfirmen, ist auf ein Rekordtief jetzt im April gesunken auf -10. Schlechter war es noch nie, die Stimmung, totale Hoffnungslosigkeit. Das heißt, von den 3,8 Millionen Unternehmern da draußen, Solo-Entrepreneuren, ja, vom selbstständigen Friseur über natürlich den Gastronom, aber auch hin zu dem Online-Unternehmer, dem Coach, dem Berater, ist die Stimmung natürlich extrem im Keller. Und das Thema kenne ich natürlich aus der Prägung von meinen Eltern, weil natürlich dort immer die Sorge war, kaufe ich die richtige Ware ein? Wird das Weihnachtsgeschäft gut? All diese Sachen. Oder hat ein neuer Konkurrenzfotoladen aufgemacht? ODM oder der Discounter um die Ecke bietet Fotoentwicklung für viel, viel günstiger an. Also es waren immer irgendwelche Sorgen dabei. Und das habe ich natürlich mitbekommen. Und deswegen ist auch dies eines meiner Hauptaufgaben geworden, auch ein Stück weit zu zeigen, obwohl es für meinen Vater eigentlich mittlerweile egal ist, aber dass es einen Weg gibt aus der Existenzangst raus in die Existenzfreude. Und das ist ein Stück weit meine Berufung geworden, hat, weil es auch immer wieder geprägt hat. Ja, es hat dieses Gefühl, und ich weiß das damals noch, dieses kurzfristige Freudegefühl im Hause Ring damals, als mitten in der Nacht plötzlich großes Geschrei war. Ich war noch ein kleiner Junge und es
Freudentänze und so weiter. Was war passiert? Mein Vater hatte im Lotto gewonnen, 6 richtige oder 5 richtige. Damals waren das dann halt noch D-Mark, also ne, noch lange Zeit. Und wir haben gefeiert und er war erleichtert. Und ich hatte ihn selten so freudig in Existenzfreude erlebt. Ja, diesen Begriff gibt es ja erst seit mehr Existenzfreude, viel Existenzangst. Und bis meine Oma dann am Mittag vorbeikam mit meinem Opa zusammen und die schaute sich den Lottoschein an und stellte fest, du, es ist gar nicht der Samstags-Lottoschein, der gilt für nächsten Mittwoch. Was war passiert? Mein Vater hatte den Lottoschein nicht selbst ausgefüllt, sondern den Straßenfeger, den Heinrich, beauftragt, das für ihn zu tun. Und der alte, zahnlose Straßenfeger hat halt die Lottozahlen ausgefüllt, aber hat einfach den falschen Schein genommen. Nur da war für mich das Thema Existenzfreude und Existenzangst natürlich, ne, wir hatten frisch gebaut und hätte viel Erleichterung und Entspannung im Leben meines Vaters bedeutet. Aber genau diesen Weg zu gehen, als Unternehmer in die Existenzfreude zu gehen, weil alle Emotionen kommt aus einem selbst raus. Das ist eines meiner großen Ziele, das umzusetzen. Ja und so kommt es dahin. Richtig. Cool. Weiß nicht richtig, aber es ist auf jeden Fall meins. Ja, das ist spannend, das ist mega, also das ist gerade, ja, ich habe da gar nichts mehr zu sagen, ich habe gerade so ein bisschen so leichte Gänsehaut gekriegt gerade, ne, wie du das erzählt hast, ne. Kennst du, also das ist so ein Gefühl, wenn man einmal denkt, jetzt habe ich es geschafft und dann doch nicht so wie gewonnen, so zerronnen, ja. Und man merkt aber einfach, nur dieser Lottoschein, aber es ist einer selbst, der die Emotionen und das Ganze gestaltet. Und am Ende ist es ja auch das, was gerade meine Leute, die zu mir kommen und mit mir arbeiten, egal ob es jetzt am inneren Business spielt, das sind die Live-Setter oder alles machen wollen, also das Innere und auch im Äußeren, also tatsächlich die Marketingstrategien und das Verkaufen und alles, was modernstes damit zusammenhängt. Das ist immer dieser Ansatzpunkt, wenn sie zu mir kommen, wo sie sagen, René, also auch wenn, hey, meine Routinen und ich setze nicht um und mache diese ganzen Sachen. Es ist immer ein großer Schritt, die sagen, ich will nicht mehr das Ganze amateurhaft angehen, sondern hin zum Profi. Und das ist genau dieser Punkt. Ich weiß damals noch, ich glaube, mein Vater war tagelang, wochenlang niedergeschlagen. Der hat diesen Lottoschein, diese Lottoschein-Thematik lange nicht verwurstelt. Und die Kunst ist es ja, ich komme ja auch aus dem Kampfsport, du wirst immer Schläge einstecken im Leben. Die Kunst ist es nicht, tatsächlich auszuteilen, sondern die Schläge, die du bekommst, so einzustecken, dass du schnell wieder auf den Füßen bist. Ja. Also weiter atmen, heißt es. Genau. Und das zu lernen, das ist eine Profi-Geschichte. Und ich kenne es gerade so viele, die wollen zwar, aber dann wird es schwierig. Dann funktioniert die erste Facebook-Anzeige nicht so. Dann, keine Ahnung, kommt plötzlich ein Brief von der Stadtverwaltung und sagt, die Müllgebühren werden verdoppelt oder irgendetwas. Und plötzlich ist die Energie weg und es wird nicht mehr umgesetzt. Und das ist halt nicht die Profi-Einstellung. Und mit der schaffst du es nicht. Ich hatte gestern jemanden im Call in so einem Mini-Coaching, Blockaden und hin und her. Und am Ende sage ich, ja, deine große Blockade ist, du nimmst dich selbst nicht ernst. Du willst 1.000 Euro nebenher machen als Affiliate. Mit dieser Einstellung nebenher und Hobby, es ist nicht so, wenn du nur 10% Energie reinsteckst, kriegst du nur 1.000 und wenn du 100% reinsteckst, 100.000. Sondern in der heutigen Zeit zu verkaufen, bedeutet, du musst immer 100% einstecken und dann ist es egal, ob 1.000 oder 10.000. Du kriegst nicht für 10% des Einsatzes und des Durchsetzungswillen nur 1.000 und wenn du es richtig machen würdest, 100.000. Sondern wenn du unter 100% reinbringst, bekommst du 0. Ende. Und du weißt es selbst, wie viele sind da draußen, die diesen großen Traum haben von, ja, ich mache ein bisschen Affiliate-Marketing nebenher, von ich weniger viel halte. Ja, anstatt zu sagen, hey, das ist mein Traum, das ist meine Berufung und da bin ich all in. Ja. Das ist der Unterschied. Und dann bin ich auch wie ein Profi. Gewillt, auch bei Regen auf, also der Profifußballer sagt nicht, oh, heute ist aber schlechtes Wetter, heute trainiere ich nicht. Ja, die trainieren halt jeden Tag. Und der sagt auch nicht, oh, ich guck mal, wenn ein Ball kommt, dann werde ich irgendwo aufs Tor schießen, sondern die trainieren 1.000 Mal eine linke Flanke und eine rechte Flanke. Ja. Und die sagen auch nicht, oh, ich nehme meinen Opa, der mir Fußball beibringt, sondern die haben einen Top-Coach. So ist es. Also, ernst. Ist auch so, ja. Ist auch so. Ich war bei der Welt, da war ich war ja beim BVMW-Treffen
Und da war Böllenfalltor, ne, da haben sie das auch gezeigt und auch erzählt, so ein bisschen auch die Story, ne, und da haben sie auch das Thema auch damit, das passt ja auch immer wieder. Und ich vergleiche Sport mit Vertrieb. Wenn du nicht da diszipliniert dran bleibst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Ne? Keiner wird irgendwie Zweiter sein wollen. Alle wollen Erster sein. Alle wollen ja den Pokal haben. Alle wollen eine goldene Medaille haben. Ne? Deshalb muss man irgendwie dranbleiben. Ne? Und deshalb muss man ja auch irgendwie die ganzen Sachen mit hundertprozentiger Leidenschaft machen, ein Feuer dafür haben. Ne? Das ist egal, ob es jetzt Affiliate-Marketing ist oder Network-Marketing ist oder generell Verkauf ist. Ne? Ja, aber das zu schaffen ist ein riesiges Thema. Was war die nächste Frage? Die nächste Frage, welche Geschichte ist für dich aktuell am wichtigsten? Welche Geschichte? Geschichte, genau. Was meinst du mit Geschichte? Zum Thema E-Mail-Marketing. Also das Thema, ich arbeite ja gerade an einer Geschichte, an eine neue Art von Methodik, Marketing-Methodik, wie sie jetzt kaum gemacht wird. Mhm. Und ein großes Thema wird dort sein, aber mehr verrate ich dann noch nicht, aber eine große Erkenntnis, die ich in den letzten Wochen gemacht habe und wo die ganze Idee daraus gekommen ist, ist tatsächlich, ich habe 12.500 Bücher nahezu verschenkt von meinem E-Mail Insider, aber 200 Bücher auch in der Zeit oder 300 Bücher mittlerweile über Amazon für 69 Euro verkauft. Mhm. Und ungefähr 100 Leuten den Inhalt für ungefähr 600 Euro verkauft. Mhm. Weil die Inhalte aus meinem Buch waren damals aus dem monatlichen E-Mail-Insider-Coaching für 100 Euro im Monat. Dann habe ich mir die Ergebnisse angeguckt, die ich mit dem Buch erzielt habe und die Leute mit dem Buch erzielt haben. Mhm. Und ich habe mir die besten Erfolgsstorys rausgeholt. Mhm. Was waren die größten Erfolgsstorys? Die größten Erfolgsstorys habe ich von den Leuten bekommen, die tatsächlich bei mir ein Game-Changer-Coaching gemacht haben, das Jahrescoaching, fünfstellig investiert haben, das Buch genommen haben. Also ich erinnere mich gerne an den Felix, Musiklehrer für Cello, der gesagt hat, wow, jetzt habe ich diesen großen Schritt gemacht, rein in die Profiliga. Jetzt geht's richtig ran, das Leuchtturm-Marketing aufzubauen. Mhm. Jetzt sollte ich gleich mal was tun. Ich habe ja das Buch vom René, hat das nochmal durchgearbeitet und hat in ein paar Tagen eine 10-stufige E-Mail-Sequenz aufgebaut und hat 35.000 Euro Netto-Umsatz generiert. Von einer E-Mail-Liste mit 500 Teilnehmern drauf, die in den letzten Jahren über seinen kostenlosen Blog zu ihm gekommen ist. Und da war er sehr überrascht. Dann habe ich sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten von Leuten, die tatsächlich das Buch gekauft haben über Amazon für 59 Euro. Und wenn ich auch sehe, von den 200 Buchkäufern sind sehr, sehr viele Game-Changer geworden. Mhm. Hingegen von den 12.500 Büchern, die ich über den Funnel verkauft habe, über meinen eigenen Buchfunnel, der ja so in ist, ne? Free plus Shipping, verschenkt doch was. Was nichts kostet, ist nichts wert, habe ich proportional, überproportional viel weniger Erfolgsstories bekommen. Mhm. Weil sehr, sehr viele Menschen melden sich bei mir und sagen, ja, ja, oder ich habe die mal im Call. Ja, dein Buch habe ich auch. Und hast reingeguckt? Nee. Oder ja, ich hatte es mal reingeblättert und so weiter. Ich so, ja, du weißt, dass da drin die Gebrauchsanweisung ist für dein erstes sechsstelliges, sogar siebenstelliges Business. Ja, ja, aber irgendwie, ich so, ja, genau. Und das ist die ganz große Geschichte, die mich gerade nicht mehr loslässt. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das merke ich auch. Also das merke ich auch. Diese kostenlosen Sachen jetzt werden die gratis die 7-Tage-Challenges und 5-Tage-Challenges hoch und runter geritten. Davor waren es die gratis Webinare, die immer funktionieren noch, oder gratis Videoserien. Vor 2014 war es Launch von Jeff Walker und die hat einen Launch gemacht. Und davor war es der klassische Funnel, den heute immer noch viele denken, dass das der heilige Gral ist, ja, was vor 10 Jahren aktuell war. Oder vor 13 Jahren oder wann auch immer, Opt-in-Ratgeber kostenlos. Und dann schicke ich 1 Million E-Mails und hoffe, irgendwann kauft dann mal jemand. Ja. Und das alles ist eine Geschichte, die mich beschäftigt, die immer weniger funktioniert. Und ich entwickle da gerade neue Funnel-Methoden und Konzepte, die erst die Game-Changer, und dann mal gucken,
Auch die werde ich natürlich selber im Markt testen. Und das beschäftigt mich gerade, neue Dinge zu entdecken mit der hohen Marketing-Expertise. Ich meine, es war damals im Konzern nagelneu, wo dann die Vertriebler sagten, boah, wir haben geile Termine und wir haben Abschlüsse und was ist da denn los? Gar keine Kaffeetermine mehr, weil es neu war. Das kannte damals keiner. Ja, als ich das eingeführt habe, war das so 2013, 14 rum. Ja, kannte das keiner, aber auch im Markt kannte das keiner. Ja, so, und das ist halt, diese Geschichten beschäftigen mich, wenn das deine Frage war. Ja, das ist cool. Also das beschäftigt mich ja auch. Also ich habe jetzt mal zurückblickend geschaut. Ne? Ich habe 2 Kaltakquise-E-Mails bekommen. Da wollten sie meinen YouTube-Kanal verbessern und ich habe gesagt, hä, was ist denn das? Wenn ich jemanden suche, dann suche ich mir den aus dem Netzwerk oder mit Empfehlungen, aber auf E-Mail-Kaltakquise, nee, dann habe ich den auch gelöscht. Also wirklich blockiert, jetzt bekomme ich die nicht mehr. Na, das ist auch so, wo man drauf achten soll, dass man halt keine Kaltakquise auf der E-Mail, in der E-Mail schreibt. Ne? Aber das Kaltakquise ist ja sowas von 2020. Hm. Aber die Kaltakquise am Telefon, das ist durch Corona habe ich einiges richtig geile Deals bekommen, ne, am Telefon direkt. Muss ich sagen, ey, da geht noch einiges. Kommt drauf an, wo halt der Zielkunde sitzt. Ne? Aber sonst Content. Ne? Content. Mit Content begeistern. Die 5. Frage. Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Mein größter Fehler. Also ich mache mein Leben lang ohne Ende Fehler und lerne daraus. Das ist mein Lebensweg. Mhm. Mehr als vielleicht viele andere. Der größte Fehler in dem letzten Jahr war definitiv, dass ich gesagt habe, ich möchte nur mit hochmotivierten Menschen zusammenarbeiten und in meinem Jahrescoaching-Programm, was immer Jahrescoaching-Programme sind, die auch durchgezogen werden, tatsächlich gesagt habe, ja, falls es dir aber zu schwierig wird oder irgendwas drin oder du nicht zufrieden mit dir selbst oder was auch immer oder dir sitzt ein Pups quer, dann gebe ich dir die du kannst Feuer raus Garantie. Und das war ein riesengroßer Fehler, weil die Leute in diesem Moment gespürt haben, da ist kein Commitment. Das heißt also, sie haben sich für was entschieden, aber wenn es schwer wird, kann ich ja jederzeit raus. Und gleichzeitig war es energetisch auch so, ja, wenn der René meint, ich bin nicht mehr da, ist er dann auch nicht mehr da. Und das war eines meiner riesigsten Fehler. Ja gut, hat mich circa eine Viertelmillion Euro gekostet an Umsatz. Mhm. Hat mich energetisch ziemlich geschröpft, weil ich natürlich denke, boah, liegt's an mir. Nur das Thema ist tatsächlich klar und es liegt auch ein Stück weit an mir, weil wenn ich sage, ich bin committed und ich merke das jetzt, also dieses Jahr mache ich das nicht mehr, wenn jetzt Leute bei mir einsteigen, dann sind wir committed und dann ziehen wir das durch. Und wenn man es ernst meint, und das ist jetzt wieder die Profi-Analogie, dann ist es vielleicht am Anfang mit Muskelkater verbunden. Dann ist es regelmäßig raus aus der Komfortzone. Mhm. Ja, es ist immer raus aus der Komfortzone. Wenn man vorher nie viel auf Social Media gepostet hat, wenn man vorher nie eine Anzeige geschaltet hat, wenn man nie auf dem Video war, wenn man nie einen Podcast gemacht hat, wenn man all diese ganzen Dinge noch nie vorher gemacht hat, ist immer raus aus der Komfortzone. Ja. Aber da dran zu bleiben und das durchzuziehen, das schafft die Veränderung, das Wachstum, die Vergrößerung, dann wird's geil und dann kommen auch die Ergebnisse. Und dieses Commitment durchzuziehen und nicht zu sagen, ach, heute habe ich Lust und irgendeine Ausrede zu finden. Ich hatte erst jetzt wieder so eine Ausrede von einem, der jetzt neu eingestiegen ist, wo ich gesagt habe, also die Art, wie du die Videos machst, also ein Jahrescoaching im Live-Setter, das 7-Stufen-System, jedes Modul hat eine Stunde Videotraining, das ist mir zu lang. Das ist doch gar nicht lang. Das ist mir zu lang, wo ich denke, schöne Ausrede, ist mir Wumpe von mir aus. Also du hast dich jetzt entschieden, das Upgrade zu machen. Entweder du erscheinst jetzt zum Training oder halt nicht, das ist deine Entscheidung, aber du bist jetzt gesprungen, wie beim Bungee-Jumpen und entweder kommst jetzt schreiend vor Glück wieder hoch oder wir ziehen dich hoch und du hast dir voll in die Hose geschissen beim Bungee-Jump. Deine Entscheidung. Aber das Stoppen ist nicht mehr.
Und das ist der Unterschied, wo ich sage, nee, nee, du hast dich in einem Moment der Klarheit entschieden. Und das ziehen wir jetzt durch. Und dann gibt es nicht die Ausreden, ja, aber ich habe mir jetzt einen Pickel auf der Stirn und deswegen kann ich nicht ins Live kommen. Oder all diese, oder das Video ist zu lang oder zu kurz oder ich mag nicht, wie du sprichst mir zu langsam, zu hochdeutsch, zu niederbayerisch, zu, ich kann kein Niederbayerisch. Ja, also all diese ganzen Ausreden, die man hier hat, oh, und außerdem ist gerade Oma krank und so weiter, also alle Ausreden, die man wieder hat, um nicht die beste Version seines Selbst zu werden. Das ist bei mir vorbei und das ziehe ich auch durch. Ja. Und dann kann man jetzt sagen, boah, gehörst jetzt wieder zu diesen Arschlöchern, die dann gleich mit Inkasso und all diesen ganzen Krempel durchziehen. Ich gehöre zur alten Schule und ich bin Lateiner und da heißt es Pacta sunt servanda, wie die alten Römer, Verträge sind einzuhalten. Mhm. Und ich glaube, das Schlimmste ist, was wir als Menschen machen, ist uns tagtäglich tausendmal selber zu belügen. Die Selbstlügen. Und das, die Selbstlügen sind die Ausreden, dass wir uns nicht an das halten, was wir uns selber vorgenommen haben. Ja. Bestes Beispiel, 1. Januar oder 2. Januar, die Neujahrsvorsätze, ja. Jetzt gehe ich wieder regelmäßig Sport machen und außer Spesen nichts gewesen, weil man wieder selber nachlässt. Und wie oft im Jahr sagt man, jetzt ziehe ich das durch. Heute schreibe ich die E-Mail. Heute fange ich an mit dem Funnel. Heute kündige ich meinen Job. Heute finde ich einen neuen, oder egal was es ist. Heute bin ich mal nett zu meinem Partner. Und dann tut man es trotzdem nicht. Und am Ende erfüllt man die eigenen Verträge nicht. Und wie im Inneren, so wie im Äußeren. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, das, was ich aus dem Fehler aus dem letzten Jahr gelernt habe, weil die Jahre davor habe ich es immer anders gemacht. Und der Erfolg gibt mir recht. Die Leute, die es durchgezogen haben und die all in waren und nicht durchgezogen haben und gesagt, ich springe, Bungee Jump, aber ich scheiß mir in die Hose und am Ende des Jahres kann man mich halt hochziehen und ich habe die Hose voll geschissen, aber man hat nichts von mir miterlebt. Die haben natürlich kein Ergebnis, aber die, die gesagt haben, ich springe und haben dabei Spaß und schreien vor Freude, sprich sind regelmäßig in den Coachings, setzen um, probieren, scheitern, probieren wieder, stehen wieder auf, optimieren, fragen nach, tauschen sich aus, haben eine Energie, sind mit Leidenschaft oder Begeisterung, Leidenschaft mag ich ja nicht, weil schafft Leiden, ne? Ja. Die Leidenschaft, sondern die Begeisterung, dann passt hier. Und darauf freue ich mich. Next question. Wir sind langsam vor der Zeit. Next question. Kurz, das kannst du auch kurz und prägnant sagen. Welche Tools nutzt du täglich bei deiner Arbeit? Definitiv Zoom. Definitiv natürlich E-Mail-Marketing Quenten. Als alter E-Mail-Marketing-Profi bin ich so durch gefühlte 20 Systeme durch. Von Infusionsoft, wo ich damals zertifiziert war, von Oracle Eloqua, wo die Lizenz eine 500.000 Euro kostet pro Jahr den Großkonzern, wo ich damals angefangen habe. Über die ganzen amerikanischen, neben ActiveCampaign, Mailchimp, die ganzen Kleinigkeiten, HubSpot, alles ausprobiert. Okay. Und tatsächlich bin ich beim deutschen Quenten hängen geblieben. Nicht nur, weil ich die beiden Gründer sehr, sehr gut kenne und dadurch einen direkten Draht habe und meine Ideen so sehr, sehr schnell umgesetzt werden und implementiert werden, sondern weil es für mich meine komplette Kundenzentrale ist von CRM, also Sales Pipeline, Marketing Pipeline, Kundenverwaltungssystem, Zugangssteuerung für meine Akademie. Da ist für mich, das ist mein Knotenpunkt. Und ja, das sind die zwei Hauptwerkzeuge, mit denen ich arbeite. Zoom für meine Coachings, Quenten für meine komplette Kommunikation. Dann noch ein bisschen Digistore, weil das einfach sich immer noch durchgesetzt hat, auch wenn sie so grottenschlecht sind, was den Service und so weiter angeht. Aber es ist nun mal irgendwie in meiner Branche der Standard, bei dem ich jetzt auch bleibe, weil es macht mir trotzdem alles relativ einfach. Und nach über 7 Jahren mit Digistore arbeiten, kann ich mich da auch als Vollprofi bezeichnen. Und dann kann man da auch mit ein paar Hacks das Ganze wuppen. Das dazu. Ja, das dazu. Mega spannend. Cool. Ja. Cool, finde ich cool. Also von dem habe ich auch noch nicht gehört, von Quentin. Jetzt habe ich gedacht, ey, du bist jetzt auch so ein Click-Tipianer. Schrecklich. Click-Tip ist kopiert von ActiveCampaign und von der Logik her überhaupt nicht. Und Quentin ist das deutsche Infusionsoft, wofür ich mich damals entschieden hatte, auch als erster oder als einziger zertifizierter Coach damals so 2015/16, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und Quentin ist das deutsche Infusionsoft in einfach. Infusionsoft heißt ja auf Confusionsoft und ich habe noch nie eine so durchdachte
einfache Software kennengelernt wie Quenten, weil das Schöne ist, die kämpfen um jeden Button und um jedes Dropdown-Menü, was sie nicht haben dürfen und müssen. Mhm. Das heißt also, da gibt es ganz, ganz wenige Felder nur und alles wird reduziert, statt noch 17 Untermenüs zu schaffen. Und diese Einfachheit begeistert halt auch meine Kunden und Klienten. Cool. Und das Schöne ist, jeder, der zu mir kommt, egal als Pathfinder, so Level 1 oder auch als Gamechanger Level 3, bekommen halt die kompletten Kampagnen von mir per Knopfdruck in ihr Quenten. Mit Landingpages und E-Mail-Sequenzen und Sales-Funnel und alles, was man braucht. Und das ist halt wunderbar, weil am Ende ist es wie ein Fertighaus. Du musst es noch anstreichen, natürlich die Logik dahinter verstehen und für dich anpassen. Aber dadurch sparen wir uns Wochen, Monate an Zeit, an Nerven, an Energie. Und das Schöne ist, wenn was steht, steht was. Mhm. Ja. Das ist cool, weil das, deshalb habe ich gerade das auch mal den Ball weitergegeben. Deshalb, wir dürfen ja nichts schlecht reden über andere. Deshalb wollte ich einfach nur mal den Ball drüber reden. Genau. Und jeder muss deinen Weg gehen. Das ist das, was ich herausgefunden habe als Experte. Ja. Und ich würde nie wieder wechseln. Das habe ich auch gesagt. Also das habe ich auch gesagt. Also ich gehe da meinen eigenen Weg. Deshalb habe ich da bei HubSpot das komplette Dings drin. Da habe ich meine E-Mail-Kampagnen, da habe ich alles. Ne? Und ich bin da totaler HubSpotianer. Ne? Genau. Und ja, Punkt. Die nächste Frage: Mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten, respektive mit welcher Person hättest du mal gerne zusammengearbeitet? Also ich glaube mal, mit einem Kollegen, das gehört immer noch zu den Besten, weil es einfach funktioniert, mit dem Kollegen Frank Kern. Wer den nicht kennt, Mr. Frank Kern, Master des Internets in Amerika. Ich glaube, ziemlich viele Maßnahmen gemacht. Ich glaube, der hat mittlerweile, weiß ich nicht, viele zig Millionen umgesetzt. Viele kennen ihn aus Mass Conversion. Ja, das war eines meiner ersten Kurse, die ich auch gekauft habe zum Thema Online-Marketing. Ich glaube, damals noch im Konzern aus privatem Geld für $2,000 war damals so ein riesiger Launch. Mass Conversion für $2,000 damals. Riesengute Investition. Die hat mir die Zuversicht und den Mut gegeben, auch mein eigenes Ding zu machen. Habe ich zwar nie danach umgesetzt, ja, weil das dann wirklich wieder an den inneren Blockaden natürlich scheitert, bis ich meinen eigenen Weg der täglichen E-Mail gefunden habe. Aber das ist jemand, der auch noch heute sehr, sehr simples, einfaches, aber höchst durchdachtes Marketing betreibt, weil der einfach seinen Lebensweg geht. Und mit dem ist auch ein Lebemensch, gutes Glas Barolo trinken. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Cool. Und der lebt jetzt noch, der Frank? Ja, der Frank Hörn. Du kannst jeden Tag auf Facebook von dem tolle Anzeigen kaufen. Und jetzt als gestorbene Person, gibt es da auch irgendwie so verstorbene Person, mit dem du gerne mal zusammengearbeitet hättest oder getroffen hättest? Oder gibt es da nur diesen Frank? Wow. Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt von meinen Leuten da gerade gestorben sind, ist von den, also ich weiß nicht, wer von den ganzen Millionen Coaches, die ich hier in den Bücherregalen stehen habe, von mir, die alle irgendeinen Teil auf meinem Weg mit Inspiration dann passt das. Also keiner von meinen Leuten gestorben, wo ich sage, Mensch, scheiße, den hätte ich noch mal gerne lebendig gesprochen. Die nächste Frage: Wie sieht so dein typischer René-Tag aus? Na gut, ich bin ja bekannt auch als der Wim Hof des Marketings, weil natürlich ist ein großer Teil meiner Morgenroutinen, worauf viele zu mir kommen, dass sie ihren Tag richtig gut durchgestalten. Meine Morgenroutine ist natürlich, gehört zu dem 5-Uhr-Club. Früher 4-Uhr-Club, ich habe es jetzt auf 5 Uhr verändert. Weil ich ab 4 Uhr morgens im Mat erstmal meditiere und atme und um 5 Uhr dann aufstehe. Tatsächlich starte ich dann den Tag mit einer eiskalten Dusche oder tatsächlich mit meinem Eisbad. Seit 2 Jahren sind es jetzt über 700 Eisbäder, so 5 bis 7 Minuten im kuscheligen 2 Grad warmem Wasser in meiner umgebauten Gefriertruhe. So starte ich den Tag, dann ist es regelmäßig meine Sporteinheiten, Meditation habe ich im Bett schon erledigt und atmen und dann tatsächlich die tägliche E-Mail.
inspirierende Sachen lesen, weiter an meinen Programmen arbeiten. Dann gibt es 2, 3, 33, 12er Session zum Arbeiten. Teilweise um 7 Uhr ist das Coaching, dreimal die Woche schon, meinen Pathfindern oder Live-Settern. Morgens um 7 schon das erste Live-Coaching. Und so starte ich in den Tag. Zwischen 8 und 9 Uhr ist tatsächlich Hundezeit, Frühstückszeit, Kaffeezeit, Kaminzeit, Ausspannzeit. Und in der Regel ist es so, dass ich dann bei One bin, also 13 Uhr sollte Feierabend sein. Es gibt Tage, zweimal in der Woche, wo es auch nachmittags ist, so wie heute. Zum Beispiel, heute ist der Tag voll bis tatsächlich 20 Uhr, weil ich heute Abend noch 2 Lives habe mit dem Alex Rouge, wo er gerade letzter Tag oder vorletzter Tag von unserem Kurs, den wir gerade launchen, Pilot des Lebens, den wir vor einem Jahr auf La Palma aufgenommen haben, als ich da mal spontan hingeflogen bin, noch vor Vulkanausbruch. Dann sind solche Tage mal länger, aber in der Regel done by one. Das heißt, 13 Uhr bin ich fertig. Dann gibt es immer den Mittagsschlaf um 13 Uhr, raus mit den Hunden. Und am Nachmittag dann schöne Dinge ab in meine Sauna, ein schönes Lagerfeuer auf meiner Feuerwiese, irgendwas am Hof machen, gutes Buch lesen, ja, oder irgendwo durch die Weltgeschichte fahren. Cool. Bei der nächsten Frage, welche Tipps würdest du Anfängerinnen, respektive komplett eigentlich selbstständigen Unternehmer, Unternehmerinnen mitgeben zu dem Thema E-Mail-Marketing? Dazu 4 Tipps. 4 Tipps. Der erste Tipp ist, starte sofort beim Aufbau deiner E-Mail-Liste, auch wenn nur deine Katze oder dein Hund mit ihrer E-Mail-Liste am Anfang draufstehen. Also jeden Tag mindestens eine neue E-Mail-Adresse auf die Liste bringen als Ziel und dann hochbringen, skalieren. Der zweite Tipp ist, hängt jetzt auch mit meiner neuen Methodik zusammen, bekomm Käufer auf deine E-Mail-Liste und keine Interessenten. Weil ein Käufer ist mittlerweile nicht mehr 8-mal so viel wert wie ein Interessent, sondern zwischen 30 und 50-mal so viel wert. Andersherum ausgedrückt, Interessenten gehen in der Regel in dem riesigen Medienlärm unter. Der dritte Tipp, also bau jeden Tag deine E-Mail-Liste auf. Der zweite Tipp, bau sie mit Käufern auf. Der dritte Tipp, schreib täglich eine E-Mail. Und der vierte Tipp ist tatsächlich, arbeite an dir selbst. Und sei bereit, Fehler zu machen, denn eine schlechte E-Mail oder nur eine schlechte E-Mail ist nur eine E-Mail, die nicht versendet wurde. Mhm. Mit dem Motto rausgehen, weil Nein aus dem Verkauf kennt man ja, Nein hast du schon. Und ich kann sagen, ich schreibe seit 7 Jahren täglich eine E-Mail. Okay. Das bedeutet 7-mal. Nein, nicht täglich, also manchmal war es auch Samstag, Sonntag mal keine, manchmal dafür 3, 4, 5 am Tag, je nachdem, ob ein Launch ist. Mhm. Also 300 mal 7 kannst du ungefähr ausrechnen, was es ist. Mein Buch habe ich immer noch nicht rausgebracht, es ist fertig, es sind 1001 E-Mail mit 1001 Überschrift und pro E-Mail 1001 Euro Umsatz. Das sind 5 Bände, DIN A4, jeder Band ungefähr 300 Seiten, sind aber nur 1000 E-Mails drin. Mittlerweile dürften es halt weit über 3000 E-Mails sein, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Und aus der Erfahrung kann ich einfach nur sagen, jede E-Mail wirkt, auch manchmal nur nachhaltig und manchmal wirkt die E-Mail nur einfach, weil du im Posteingang jemand über deinen Namen liest, noch nicht mal die E-Mail öffnet, aber weil du jeden Tag dort bist. Mhm. Präsent bist, omnipräsent sein, genau. Die neunte Frage, welche Projekte hast du in der Zukunft geplant? Auf jeden Fall einen großen Kongress. Natürlich hier mein großes Level Up endlich wieder. Mhm. Ist mein 3-Tages-Transformations-Event. Das hatte ich sonst immer in München. Das letzte Mal im Februar 2020, 5 Tage vor Lockdown, Corona-Ausbruch in Europa, bla bla bla. Seitdem konnte das nicht mehr stattfinden. Mhm. Deswegen auch ein Grund, warum ich den Gamechanger-Hof habe. Das heißt definitiv 2, 3 Level-Ups wieder in den nächsten 12 Monaten. Hier vor Ort auf meinem Gamechanger-Hof. Dann natürlich mit ganz anderen Impact, weil hier kann man halt ein ordentlich großes Lagerfeuer machen, nicht nur wie in der Inselmühle in München, eine kleine Feuerschale. Das heißt, hier habe ich ganz andere Möglichkeiten. Dann natürlich meinen eigenen Online-Kongress. Die Idee ist letzte Woche geboren worden aufgrund meiner neuen Methodik. Also auch mal was ganz anderes an Kongress ausprobieren, der anders funktioniert und allen Teilnehmern Spaß macht. Und was habe ich noch an großen Projekten? Tatsächlich ist jetzt Zeit, meine 3 Bücher
die so 80-90% fertig sind, dieses Jahr auch noch rauszubringen. Einmal über Geld-Mindset, ein neues E-Mail-Marketing-Buch und wahrscheinlich sogar noch diese Enzyklopädie, wo man die 1001 beste E-Mail mit 1001 Headline und jede E-Mail hat 1001 Euro im Durchschnitt gebracht. Manche halt 20.000 Euro und manche halt nur 20 Euro. Aber im Durchschnitt 1 Million Euro gebracht haben, dass ich diese 5 Bände mal rausbringe. Die wahrscheinlich nur auf Amazon für ein bisschen Geld. Weil davon drucke ich keine Tausende mehr. Hm. Cool. Ein Exemplar zum Hinterstellen, so nach dem Motto, hier habe ich mal geschrieben. Genau, hier das sind geschrieben, drei, ja. Also die 3 Bücher rausbringen, die fast fertig sind. Kongress tatsächlich und 3 Level-Ups plus... Cool. Planen gerade eh viele geile Workshops hier vor Ort auf dem Game Changer auf mit anderen Joint Venture Partnern, weil 1 plus 1 ergibt 11 oder 111. Ja, cool. Die nächste Frage: Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Auf meinem Lebensweg. Lebensweg. Ich sehe mich weiterhin auf meinem Lebensweg noch intensiver. Es wird wahrscheinlich noch mehr in die innere Arbeit, ins Live-Setting gehen, also mental, spirituell und emotional, da weiter zu wachsen, da einen größeren Impact zu haben. Wahrscheinlich weniger Marketing und Verkauf in den nächsten 5 bis 10 Jahren, weil die Entwicklung geht da ganz klar hin. Da haben die Leute dadurch den größten Erfolg. Nicht, weil sie irgendeine Marketingstrategie, eine E-Mail-Sequenz von mir haben, sondern tatsächlich über das, was sie in dem regelmäßigen Training mit mir Richtung Profi tatsächlich für sich realisieren und plötzlich verändert sich ihr komplettes Leben und dadurch haben sie einen Impact. Also da geht mit Sicherheit die Reise eher hin, aber wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren ist. Ja, cool. Ja? Vielleicht ziehe ich auch wieder als Scharfschütze durch die Lande, weil Europa verwüstet ist in einer postatomaren Geschichte nach dem 5. Weltkrieg. Hoffen wir es nicht, weil sich die Ukraine an Europa gerecht hat, dass wir ihnen nicht geholfen haben und sie alles, was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht, ich hoffe es nicht, dass ich mit meinen Hunden und Scharfschützengewehr durch Europa ziehe und gucke, wo noch was zu essen ist, sondern die Welt noch einigermaßen gemütlich weitergeht. Da glaube ich fest dran. Ja, wir sehen. Ja, also das ist ja mega. Ja, die letzte Frage. Was ist denn eigentlich wirklich so deine Mission, deine Vision eigentlich dahinter, hinter dem ganzen Game-Changer-Hof? Meine große Vision ist es, dass ich wirklich, wirklich lebe und wirklich, wirklich meine Erfahrungen, Erlebnisse habe. Und um das zu bekommen, erlebe ich es tatsächlich durch mein Business, durch die Klienten, die zu mir kommen. Weil automatisch ziehe ich die Leute aus mit den Herausforderungen, vor denen ich auch stehe. Und dadurch, dass ich zum Beispiel täglich ins Eisbad gehe, um andere zu inspirieren, habe ich ja ganz, ganz viel für mich selber erreicht. Allein durch diese Meditation, die ich anbiete für Klarheit, Feueratemmeditation und Eisbad, habe ich selber meinen Gehirntumor geheilt. Habe ich selber, als ich mich selber verbrannt habe, keinerlei Schmerzen gehabt und mein Gesicht, ich sah aus wie Niki Lauda, war nach 2 Wochen nahezu komplett verheilt, ohne einen einzigen Schmerz, was sich die Ärzte kaum erklären konnten. Und das ist, glaube ich, diese Inspiration, das ist die Vision dahinter, auch einen Multiplikationseffekt zu haben, weil die Leute, die durch meine Schule durch sind, und ich habe jetzt ja weit über 100 Game Changer in den letzten 4 Jahren, sind ja keine Massen, die ich da durchschleuse, weil es sehr individuell, sehr persönlich, sehr intensiv ist. Wenn ich die sehe, wie die heute leben, ihr Herzensbusiness, auf einem ganz anderen Niveau, aber nicht nur im Business viele andere Leute helfen, sondern tatsächlich auch ihr Leben verändert haben, das Leben ihrer Liebsten verändert haben und dadurch einfach die Welt viel, viel besser machen und vor allen Dingen aber rein in die Existenzfreude kommen. Und raus aus der Existenz sagen, wenn die mehr in der Freude sind, dann habe ich meinen Beitrag geleistet. Und das ist die große Vision dahinter. Und ich merke es jetzt schon auf dem Game Changer Hof. Ich biete wieder kleine Mentorings an, also als Add-ons zu meinen einzelnen Coachings, zum Live-Setter und Game Changer, wo Leute dann 2 Tage hier ins 1:1 kommen auf den Hof, wo wir dann individuell an der Lebensstory, an den Dingen arbeiten, dass dort Transformation in Lichtgeschwindigkeit gerade passiert. Wenn Leute dann tatsächlich hier im 1:1, wenn wir dann ins Eisbad gehen, wenn wir dann 1 Stunde lang in der Sauna meditieren und so weiter, dann passiert richtig was und
Da freue ich mich immer drauf. Und ja, das ist so auch die Vision hinter diesem Game Changer Hof und warum ich das hier gemacht habe, eine Beschleunigung, einen Ort zu bieten, wo Abenteuer ist, ja, wo man Axtwerfen macht, Bogenschießen, ja, ins Eisbad geht, abends am großen Lagerfeuer steht. Das sind so Dinge, ja, die dahinter stehen. Ja, sehr wunderbar. Ja, meine Lieben, der Pot Coffee Talk endet sich. Der Kaffee ist leer. Der René hat. Meiner ist kalt. Zu viel geredet. Der René hat sehr viel Mehrwert mit euch geteilt. Und ja, ich hoffe, die beiden Podcast-Folgen haben euch gefallen. Und wenn ihr ja noch mehr wissen wollt, alle Informationen zu René und seinen Sachen findet ihr in den Shownotes. Und vor allem abonniert wirklich meinen Podcast. Hört ihn immer wieder an. Auch die anderen Folgen, die älteren Folgen. Da ist auch noch relativ richtig guten Content drin. Und abonniert natürlich auch immer wieder gerne meine anderen Kanäle. Aber auch natürlich auch von René. Ne? Weil wir haben alle was zu sagen. Und deshalb unterstützen wir uns gegenseitig und machen keine Ellenbogengesellschaft und wollen ja miteinander was machen und umsetzen. In dem Falle, denkt dran, 45 Stunden, danach ist als alles vorbei. Und ja, vielen Dank, lieber René, und vielen Dank, gerne, lieber Zuhörer, Zuhörerin. Wir hören und sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge.